Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Der Erich freut sich genauso. Hier steht der Erich. Ich weiß nicht, ob man den Erich im Bild sieht, aber man sieht ihn später auf jeden Fall. Erich, sag gleich Hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr konntet ihn hören. Heute machen wir im Keller bei mir zu Hause eine Rigipsdecke, weil hier oben nichts ist und da sieht man die Ziegel. Das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Dem Erich gefällt es nicht. Meiner Freundin gefällt es nicht. Und vorher hat der Hund hereingemacht. Dem gefällt es, glaube ich, auch nicht. Wir bohren jetzt zuerst einmal die Unterkonstruktion vor. Wir bohren hier alle ca. 70, 80, 80 höchstens Dachlatten an, die mir übergeblieben sind, zur Vertrete. Für hier oben ganz genau das Richtige eigentlich. Und an diese werden dann später die schwingenden Laschen angehängt. Damit muss man nicht jede Lasche extra antübeln, sondern kann sie einfach gemütlich mit 4x30er Schrauben an diese Lattung anschrauben. Und es ist ein schönes Arbeiten. Die Vorbereitung ist etwas, ja, nicht so schön, aber später geht es dafür umso schöner. Umlaufend montieren wir quasi ein UD-Profil. Das hat 28x28 mm mit Schlagtübeln. Dann kommen diese CD-Profile eingehängt, aber ich glaube, wir fangen an Schritt für Schritt. Jetzt bohren wir zuerst einmal die Leisten vor. Vorgebohrt wird immer 5 cm daneben gleich wieder. Aus dem Grund, weil hier oben oft so Risse sind. Wenn man hier reinbohren würde, bricht es. Und dann würden wir das andere Loch wählen. Daher bohrt Erich quasi mit diesen 5 cm oder 10 cm Abständen. Dann erwischen wir diesen Stoß auf keinen Fall. Erich, kannst du ein bisschen schneller bohren? Ich hab. Probier, ob die Maschine schneller geht irgendwie. Du hast den falschen Gang gerade drin. Aber vorher der falsche Gang drin. Ich hab den Bohrer, da hinten ist ein Gang drin. Mein Bohrer, der geht nicht gut, oder? Geht jetzt? Wer hat das gemessen? Ich kann ein wenig weggeschnitten. Ja. Wer hat das gemessen? So, was sind denn gar keine? Das sind 4 Meter lang. Wir müssen ein wenig wegschneiden, denn da oben steht es am Rohr an. So, jetzt werden wir das unter diesen Kabeln durchgeben. Warte, ich lass aus kurz. Nein, also so. So, hier genau. Hier geben wir durch. So. Jetzt messe ich diese ca. 75 cm. Hier werden wir genau neben dem Balken. Den Überleger bohren wir auf keinen Fall an. Wir gehen daneben hin. Warte, ich muss noch was wegschneiden. Gehen wir in die Mitte, hol es auf. So, ich muss noch was wegschneiden. Erich drückt das mit dieser Spreize nach oben. Jetzt bohren wir das einmal in der Mitte an. Und jetzt können wir nämlich schauen. Jetzt können wir, genau. Was geht da gerade? Kommt der Dübel hinein und der 6x90er. Jetzt kommt der Dübel hinein. Hammer. Jetzt schlage ich diesen Dübel ein. Jetzt fängt es leicht an in der Mitte. Jetzt können wir das gerade ausrichten nach dem Überleger. Muss ja nicht hundertprozentig passen. Hauptsache, weil hier ist es wichtig, dass wir nicht über 80 cm kommen. Wir sind jetzt fast schon zu knapp. Jetzt bohren wir alle Löcher vor, dann drehen wir diese Latte etwas schräg und geben die Dübel hinein. Jetzt machen wir in der Mitte die Schraube auf. Und jetzt können wir diese Latte wegdrehen. Und jetzt können wir überall Dübel hineingeben und die Latte ist nicht im Weg. Es gibt die normalen Fischerdübeln, die gängigen, die könnte man auch durch dieses Bohrloch durchschlagen. Aber die halten wieder nicht in diesen Ziegeln. Wir müssen diese nehmen. Die haben hier so einen Kopf oben, jetzt können wir sie nicht durchschlagen. Bei den anderen Dübeln ist dieser Ring, also diese Beilagscheibe quasi nicht vorhanden und dann kann man sie durchschlagen durch die Bohrung. Und jetzt geben wir überall die Schrauben hinein. Kommt hier die Schraube durch. Hier haben wir fast zu knapp gebohrt, aber das wurde dann noch abgeschnitten jetzt, aber ist egal. So, der Erich zieht es hier an. Und jetzt haben wir einen super Untergrund für die Laschen zum Anschrauben. Und diese Schrauben halten extrem gut, weil die Dübel einfach in diesen Holzziegeln extrem gut festhaben. Also fest, wie sagt man da, weil sich die einfach gut festhalten. So montieren wir das, das machen wir jetzt quasi den ganzen Raum fertig. Jetzt zeigen wir euch noch, wie wir diese UD-Profile montieren am Rand.
Hier haben wir zuerst mit dem Laser, also den Laser aufgedreht, haben uns den Strich hingeleuchtet und mit der Farbschnur, wo haben wir eine Farbschnur, Erich? Hier. Und mit der Farbschnur sind wir dann hingegangen, der Erich auf der einen Seite, ich auf der anderen, haben sie genau zum Laser hingehalten und dann nimmt man die Schnur, zieht an und lässt los, dann hat man diesen schönen blauen Strich und nach diesem Strich können wir dann das UD-Profil anschrauben. Um die Schallübertragung zu unterbinden, damit die ganze Decke quasi nicht mit vibriert, kann man hinten so Schaumgummi aufkleben, dann wird das alles ruhiger. Zuerst halten wir das Profil an die Wand, zeichnen uns an, wo es abgeschnitten gehört. Dann haben wir eine Blechschere. Genau, da schneide ich hier einmal ein, schneide hier einmal ein und dann bewege ich es 1, 2, 3, 4 Mal. Dann haben wir hier die Länge, es war kein Lärm. Jetzt kleben wir hinten dieses Band auf. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, irgendwie dieses Band durch, Erich. Das habe ich bis gerade nicht gekannt. Ja, für mich ist es auch neu. Aber ich wusste, dass es genommen wird. Und vielleicht, dass jemand in die Kommentare schreibt, wie das genau den Schall unterbindet. Denn das andere hängt ja auf Schwingbügel. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der Schall nicht übertragen wird. Erspart man sich dann die Isolierung zum Hineingeben, weil es nicht hohl klingt oder um was geht es genau, würde uns interessieren. So, und jetzt können wir das hier andübeln. Ich halte das her. Jetzt bohrt das der Erich an. Wir machen das nicht mit dem Hammer, sonst müsste der Erich immer Werkzeug wechseln. Er bohrt das gleich vor mit der Tiefenbegrenzung ist eingestellt, dass er nicht unnötig tief hineinbohrt. Jetzt steckt er die Schraube hinein und einfach mit der Schlagbohrmaschine treibt er quasi die Schraube hinein. Und dann hält das. Ist der für nicht zorn da und? Darf man nicht nachmachen. Was wissen wir? Natürlich soll man das nicht nachmachen. Als Sicherheitsvertrauensperson weiß ich natürlich, dass das alles ein bisschen wackelt. Aber was man nicht alles macht. So viel Zeit. Warum haben wir nicht so viel Zeit? Zeit ist Geld. Also. Geld ist Macht. Und Macht wollen wir keine. So. Super. Passt. Wir montieren das jetzt weiter und ihr seid wieder dabei beim CD-Profil montieren, oder? Denn ja. Wenn Sie uns jetzt ganze Zeit hierbei zuschauen, das glaube ich, interessiert keinen. Und vor allem, der Druck für uns ist ja auch nicht so gering. Ja, wenn wir so normal arbeiten ohne Kamera, ist der Druck ungefähr so. Also das sind 100% und der Druck ist so und mit Kamera ist er so. Also wir arbeiten lieber auf 150%, würde ich sagen, oder? Ja. Erich hat eine gelbe Brille auf, weil ihm die Welt zu dunkel ist. Habe ich das gut gesagt? Ja, da brauche ich keine Glücksgefühle. Ich sehe das alles durch die gelbe Brille. Ja, vielleicht, dass wir das zeigen können, Erich. Was denn? Die Brille, was? Dass wir das... So sieht der Erich die Welt. In gelb. Auf der Kamera sieht man das gar nicht so gut, wie es in Wirklichkeit ist. So, wir machen weiter, wir haben keine Zeit. Hopp, 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 höher, höher, höher. Von der Wand weg, 40 kommt das erste CD-Profil, das ist hier. Also muss man hier auch eine Lasche anschrauben. Diese Latte konnten wir aber nicht durchgeben, weil ja hier diese Rohre sind. Jetzt macht Erich gerade so kurze Stücke, die bohrt er vor und die kommen dann dorthin. Warum läutet dein Handy um 11:45? Dass ich pünktlich um 12 immer zu Hause beim Mittagessen bin. Haha. Schau her, Erich, hier kommt das erste. Schau, 40 cm, Erich, hier geht die erste Lattung. Hier muss ein Brett sein. Hier. Warum? Weil wir die Lasche anschrauben müssen. Vom CD-Profil. Das geht. Und das CD-Profil steckt man dann da rein. Das CD-Profil. Nein, so gehen die CD-Profile. In diese Richtung. Sonst hätten wir die Dachlatten oben anders gegeben. Darf nicht, da tut man die Zeit gerade rauben. Das hat sich gereimt. Wo sind Sie geblieben? Die Dübel. Lehrbuben sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. So, jetzt sind wir an Aerobic Pool. Super, Erich. Wenn das noch einmal passiert, nehme ich dir den Gesellenbrief weg. Ach so, habe ich ja gar nicht. Ach so, wirklich nicht? Hast du einen Gesellenbrief? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Natürlich kann man sagen, das Wegsaugen ist unnötig, es ist Baustelle. Aber der Staub, den wollen wir nicht, oder, Jari? 24 Stunden. Feinstaub. 24 Stunden bleibt der Feinstaub in der Luft. Ich glaube, ich habe Koch gelernt. Ich tue ja so gern kochen. Ach so. Ich glaube, ich bin Koch. Sag mir, wo die Dübel sind. Wo sind sie geblieben? Entschuldigung, Erich. Und jetzt sind die alle hier. 40 cm, genau hier geht ein CD-Profil und dann hier oben kann man die Lasche perfekt anschrauben. Wir machen weiter. Dachlatten sind überall oben. Ich zeige euch das kurz. Bis hinten. Hier alles. Jetzt kommen die UD-Profile an die Reihe. Warte, ich muss mir das anzeichnen. So, hier kann ich nur bis hierher gehen. Geht schon. Früher waren die Lehrbuben auch etwas schneller. Ja, es geht wirklich nichts. Du brauchst die Schlagbohrmaschine, oder? Akkubohrmaschine. Achso, aber Schrauben hast du auch schon. Natürlich. Ich hab sie. Hier sind vom Verputzen so Putz, den stemme ich weg, dass er nicht im Weg ist. Erich, schraubt in der Zwischenzeit, während ich das jetzt gerichtet habe, schon für die nächste Aktion. Wie funktioniert es, Erich? Danke, geht so. Das ist immer so, wenn die Kamera ist, dann funktioniert es nicht. Ah, das sagt er natürlich nur so, wenn ich die Kamera abdrehe, ist es genauso. Jetzt haben wir die erste hier mit dem Abstand von 41,5. Die Platten haben 125 cm, wenn man das aufdividiert, 40 cm. Mehr darf die Spannweite zwischen den CD-Profilen nicht sein. Und bei 125 geht sich die Aufteilung nur aus mit 141. Hätten wir hingegen 120 cm breite Platten, wäre die Einteilung 40 cm. Ja, Manuel, nimm das und... Die Farbspur ist es wichtig auch, dass man das in die Höhe dreht, dann dreht sich das so. Wenn man das jetzt so macht und hat hier den Daumen, schlägt es jeden Mal gegen den Daumen und der Erich war unlängst... Geh, wir müssen weiter. Jetzt haben wir hier an der Schnur, an den Strich an. Geht's, Erich? Magst du? Okay. So. Jetzt haben wir an der Decke einen Strich. Die Farbstücke kann man dann wieder aufwickeln, ja. Sonst ist keine Farbe. Jetzt wirft er mir die Farbe her. Das war jetzt wieder sehr gemein vom Erich. Ja, ich habe keine Zeit für sowas. Die Laschen haben hier was zum Anschrauben. Das ist, wenn man einen Schnalzer macht. Und links und rechts kann man es anschrauben, wenn man vorab die Leisten hineingibt und mit einer Schnur gerade macht. Also wenn man diese Schnur dann durchspannt, dann kann man seitlich schrauben. Wir zeigen euch jetzt diese Version mit der Schnur. Erich hält die Hand nur auf, das heißt, er will zwei Schrauben. Ja, das ist früher immer besser geklappt. Aber obwohl er nur eine braucht, nein, drei kann er gleich nehmen. So. Einmal mittig, genau. Genau, mittig. Also an und für sich sind zwei Schrauben. Zwei Schrauben sind genug, ja, links und rechts. Zwei Schrauben. Passt. So. Immer mittig, die ganze Reihe durch. Wenn ich einen guten Lehrbub hätte, wären wir jetzt schon fertig, der hätte das alles schon vorgebogen, hätte die Schrauben alle, aber ich weiß nicht. Ehrlich, dein Bleistift ist rosarot, was am Boden liegt. Also ich glaube, mit einem rosaroten Bleistift sollte man überhaupt nicht so reden. Die hast du gekauft, glaube ich. Wo sind meine Schrauben? Ja, du könntest dir selbst eine Nageltasche und keine Schrauben. Achso. Wenn der Erich meine Schrauben in die Nageltasche einsteckt, sage ich immer, er stiehlt mir Sachen. Also jetzt traut er sich nichts einstecken. Natürlich ist das Arbeiten so mühsam, aber ja, aber was, ja, es muss so sein. Natürlich, genau da am Schrauben. Und bei der zweiten Reihe zeigen wir euch, wie wir das mit der Schnur machen. Oder ich zeige euch das einfach so. Schau, ich gebe dir hier was her, Erich. Also am Anfang und Ende werden die mit einem Blechtreiber hier angeschraubt. Genau hier mittig ist ja beim CD-Profil so eine Rille, dass man die Mitte erkennt. Dann kann man hier eine Schnur einklemmen, kann die Schnur durchspannen und dann kann man die genau gerade ausrichten. Oder man macht es eben, wie wir es gerade zeigen, mit diesem Schnalzer hier. Und später können wir dann mit der Wasserwaage oder mit dem Laser die ganze Decke in die Waage hängen. Diese Bügeln kann man dann links und rechts wegbiegen und die halten auch gleich ein wenig die Steinwolle oder die Isolierung, die man hineingibt. Also abschneiden braucht man die nicht.
Was? Was ist denn jetzt oben oder unten? Das ist egal. Nein, ist nicht egal. Ich würde sagen, das gehört drauf, wo die Fernkehrung. Ja. Warum? Dass sie sich nicht drehen kann. Und wenn es Beton wäre? Dann wäre es blöd. Na, ich glaube, weiß ich nicht, wie das gehört. Aber eher so, dass der Schraube Platz hat, oder? Schade, zum Glück haben wir keine zweite Bohrmaschine. Wenn wir eine zweite Bohrmaschine hätten, müsste ich auch schrauben und dann fühle ich mich so ausgebeutet. Das ist ja deine Decke.